Das ist mein Gesellschaftsbecken, in dem ich relativ erfolgreich züchte. Hier sitzt gerade ein Rio Paraguay auf seinen Eiern. Im nächsten Video zeige ich auch mal die einzelnen Zuchterfolge davon. Ansonsten sind hier 1134, 1144 und Ancestrus Rio Paraguay drin. Oh, da sehen wir gerade was Spannendes. Ja, der wird sich gleich zu seinem Weibchen geben. Da gibt es wohl die Tage ein Gelege. Hier unten haben wir halt schon eins. Das kann ich ja mal filmen, dann sieht man es auch. Er fächelt kräftig, unten sieht man die Eier vorblitzen. So, wenn die Jungtiere dann geschlüpft sind, das relativ hoch gefiltert, das Becken sieht man hinten, ist ein HMF. Hier sind noch Feinfilter vorne mit dran für die Einläufe, für die Zuchtbecken von den Jungfischen. Nämlich ein relativ großes Zuchtbecken oben drin schwimmen. Da sind die Jungtiere drin von 2 cm bis 4 cm. Und hier auch mit eigenem Wasserzulauf gebaut, sind die Jungtiere von nach Schlupf bis 2 cm drin. In dem folgenden Video kann ich gleich nochmal ein Video über die Vermehrung vom Ancestrus Rio Paraguay posten. Und die anderen Becken stelle ich jetzt nach und nach einzeln vor.